Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind wieder ein Mitglied in der Söldner und haben uns in der letzten Folge die Minecrawler-Plattenrüstung geholt, nachdem wir aus dem Minental zurückgekehrt sind. Ja, und in dieser Folge geht es mit den Wassermagiern durch das Portal, um dort nachzugucken, was dort so alles abgeht. Und ja, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere und aktiviere die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online kommt. Und jetzt, meine Freunde, geht es erstmal los. Wir sind hier auf Onas Hof. Und ja, wir sind, wie gesagt, haben die Minecraft-Rüstung bekommen. Die ist besser als unsere mittlere Söldner-Rüstung. Wir können noch keine schwere Söldner-Rüstung bekommen. Müsste ich mal bei Mondgesänge nachgucken, wann man die kommt. Das darf man ja wohl noch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wann man die bekommt, weil, wie in Gothic 1 hast du ja einmal, zwei verschiedene Arten Rüstung pro Mitglied, pro Gilde kann man sagen. Im ersten Lager war Schatten und Gardist, oder Bandit und Söldner. Hier Novize konntest du zum Templer berufen werden, als Guru nicht. Im ersten Teil, du kannst natürlich auch die Magierschiene gehen, wie Feuermagier, Wassermagier. Und hier ist es so, dass man, du bist erst Söldner, du wirst dann Drachenjäger. Du bist erst Milizsoldat, dann wirst du Paladin. Nur der Feuermagier, der ist kurz Novize und bleibt dann ein Feuermagier. Weil da gibt es keine höhere Versionen von, weil Feuermagier ist Feuermagier. Und gut. Wir wollen uns jetzt zu den Wassermagiern begeben. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal kurz in die Rüste, ins Inventar. Denn wir müssen Saturas ja sagen, halt, stopp, hier, wir sind Mitglied des Ring des Wassers. Und deswegen, warte mal, das ist doof. Warum ist das Override on? Das finde ich gar nicht lustig. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Und warum ist das wieder runter? Das finde ich ja wieder richtig toll. Richtig super finde ich das, ne? Super. So, Pause. Ich auch mal machen. Scheiß drauf. Oder? Nee, Pausung mache ich aus. Ha. Da habe ich ja schon einige Problemchen gehabt. Auch in der Stadt, dass die Framedrops wirklich extrem waren. Und nicht nur auf 40, 50 Frames. Nein, die ganze Serie ist runtergegangen auf 20, 30 Frames. Das war dann mal nicht so lustig. So, wir gehen jetzt erstmal zu den Wassermagiern. Und, dann, können wir uns auch gleich. Ups, die Tür ist etwas zu weit entfernt. Gut. So. Hallo. Da sind wir wieder. Deswegen. Mein Kopf juckt gerade ein bisschen. So. Hallo Saturas. Kommst du mal her? Nee, Saturas kommt nicht zu uns. Wir müssen zu Saturas. Das ist ja bei den Magiern so. Sie sind ja etwas Höheres. Man muss ja immer zu den hinten laufen. Hallo Saturas. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Klare dich der gerecht. So, dann gehen wir jetzt mal ganz locker flockig. Ups. Zurück. Ich habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. So.
So. Dann 10 Endpunkte, das ist gut. So, wir... Ja, immer noch Froschemeister, das ist eklig. Ein Blick. Ich bin wieder da. So. So. So, ja. Wir haben. Also halt stopp, wir können die Rüstung wieder ändern. Wir haben ja gesagt, du hast jetzt gezeigt, dass wir ein Mitglied des Ring des Wassers sind. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir reden erstmal mit Nefarius hier wegen den fehlenden Ornamenten. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Dieser Stufaufstieg. Ich sehe, ich merke gerade, wir sind als Milizsoldat nicht so weit wie als Söldner, weil wir als Söldner im Minental unter den Wasserfall gegangen sind und etwas über den Fluss gegangen sind, was wir als Milizsoldat nicht gemacht haben, glaube ich zumindest, dass wir nicht so weit drüber gegangen sind, weil unter dem Wasserfall war ja noch ein Lurker und den haben wir als Milizsoldat nicht getötet. Das kann deswegen sein, dass wir jetzt noch keinen Stufenaufstieg haben, aber das ist gar nicht so schlimm. Wir sind Stufe 17 und wir gehen jetzt warten wir erstmal auf die Magier, dass sie hier alles Humba-Tumba machen. Auf der anderen Seite geht Raven schon wieder mit voller Wucht gegen die Barriere dran. Und wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Als ich den Frosch im Hals bekommen habe. Das ist natürlich richtig doof jetzt, dass ich das jetzt vergessen habe. Genau, ich wollte erzählen, dass ich so zwischendurch mal mir die Videos angeguckt habe, die ich produziert habe, und ich gemerkt habe, dass meine Stimme gewaltig am Übersteuern ist. Ich hatte zwar Kompressor drinne und mein Ausschlag war auch ziemlich in einem roten Bereich während der Aufnahmen. Jetzt ist es nur noch in einem gelben Bereich. Ich hoffe, das kratzt nicht mehr so und übertüncht alles und die Stimme sollte so alles übertünchen, aber dass das alles etwas angenehmer klingt jetzt. Ich bin gerade gegen mein Mikrofon gekommen, deswegen wackelt das so. So. Und ja, so, scheiße, ich muss Mix. Sind ja schon alle da. Hallo Mix, Nefarius. Und nun geh zur Seite. Ja, ich gehe zur Seite. Ich muss nur kurz warten, bis ihr da fertig seid. Mit eurem Magiegespiele. Gucken mal kurz. Zeittechnisch ist alles super. Und damit ihr das noch seht, hey, macht den Ton noch ein bisschen leiser vom Spielsound. So, 7,2 Minimum runter. Dann geht das. So. Wir müssen kurz warten, bis sie fertig sind, die Jungs. Dauert ein bisschen. Aber nicht allzu lange. Zu träumen, das ist eklig. Weil das so lange dauert. Er zuckt mein Auge auch noch. Läuft. Läuft, meine lieben Freunde, läuft. Jawohl! Ist wieder zusammengesetzt. Das ist schön. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Super, dankeschön.
Dann gehen wir eben zu Satoras. Hey Satoras, ich will das haben. Gib her. Du. Gib her bitte. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Entschuldigung, dass ich mich jetzt geräuspert habe. Ich hoffe, ihr habt mal verstanden, was er gesagt hat. So. Und, ja. Wir werden jetzt den Ring, den Ornamentring, in den Sockel dafür einsetzen. Und dann werden wir durch das Portal schreiten. Und wir warten nicht darauf, dass alle anderen Magier davor stehen. Hi, mach das Tor auf. Ich mach das Tor jetzt auf, ne? Genau, ich mach das. Ich habe 20 Lernpunkte übrigens, ne? Ich könnte mir eigentlich den Trank der Geschicklichkeit holen. Von Sagitta. Und da ist das Portal offen. Ich frag mich ja, wo die Dingsplatte hingegangen ist. Ob die hinter dem Flackern hin. Ich frage mich ja, wo die Mittelplatte hingegangen ist. Ist sie durch das Portal verschwunden oder ist sie einfach nur hinter das Portal gewandert? Nefarius. Was nun? Worauf wartest du? Geh schon und mach uns den Weg frei. Ja, ich soll wieder alles frei machen. Ja, okay. Tschüss. Ich bin weg. Wir gehen nach Jakenda, meine Freunde. Oh, da, wir sehen schon Minecrawler. Nein, ist nur ein Bild. Aber trotzdem, da wird einiges anders sein wie in der normalen, die wir schon bereits kennen. Minecrawler ist ja kein Problem mehr für uns. So, wir sind natürlich jetzt hier durch. Keine Wassermagier. Ich hab schon wieder einen Frosch am Hals, das regt mich auf. Keine Wassermagier zu sehen. So. Ja, das Ding, die Sprache der Bauern können wir noch nicht lesen, aber wartet mal, das können wir doch glatt gleich mal ändern. Hallo Dolch, noch ein bisschen was, Kohle, da ist noch Kohle. Oh, ja, das hat immer noch einen Grafikbug, aber egal. Da eine Sichel hier liegen. Und noch mehr, alte Münze. Noch mehr Tlöning? Nö. Gut, dann gehen wir ja mal durch hier, Hallo Steinwächter. Okay. Nicht zu holen. Interessant. Okay. Die machen nicht wirklich viel Schaden, die Steinwächter. Das ist eigentlich relativ angenehm. Also man kann wirklich sagen, Steinwächter gegen Orks, Steinwächter gewinnen, weil Steinwächter schwächer sind. Das muss ich ja wirklich mal sagen. Was? Knochen eines Skeletts. Ja. Hier ist ein Sockel. Womit denn? Womit denn? Ja, okay. Oh, hier ist noch eine Heilpflanze und ein Trank. Den nehmen wir noch gleich mal mit. So, perfekt. Ja, die Sachen können wir noch nicht lesen. Hey, wisst ihr auch, warum wir das nicht lesen können? Weil wir die Sprache der Bauern nicht gelernt haben. Deswegen. So. Wollen wir eben gucken. Dass wir hier einmal gucken können. So. Da. Oh, guck mal, da ist noch ein Trank. Den haben wir letztes Mal vergessen als Milizsoldat. Ein Trank. Denn man sollte aber ein bisschen links und rechts gucken und nicht so schnell. Oh, scheiße, da sind Wassermagier. Lass uns zu den Wassermagiern gehen. Sollte da irgendwo noch eine Steintafel sein. Ich glaube nicht doof. Ja, wusste ich doch.
Habe ich letztens irgendwo gelesen, dass da noch eine Steinklappe rumliegen soll. So. Hallo Saturas. Adalos sei Dank. Da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Hallo. Warte, Saturas. Warte mal. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe hier was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay. Adanos möge dich schützen. Ja, danke, 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 danke. So, warum latscht die überall rum, ey? Ich will da nur mit euch reden. Och, Mann.
Wo kommst du denn her? Schon wieder ein. Und ich wundere mich schon, was letztes Mal hier aber irgendjemand angegriffen hat. Eine Fangheuschrecke. Hallo. Das war's mit dir, du Mistvieh. Der Kopf einer Fangheuschrecke. Die sieht aus wie ein Minecrawler. Hey, Riordian. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Boah, was ist im Norden? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Mhm. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Ja, bei diesem Viech gerade habe ich auch keinen Schaden gemacht. Das war richtig mies. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Okay. Boah, Alter. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Danke. Das wollte ich doch nur wissen. So. Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Oh. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen. Ja, was hast du denn hier? Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Was ich brauen will? Elixier der Geschicklichkeit, aber nee. Das würde ich jetzt gerne lernen, aber da warte ich lieber noch. Weil wir noch die Sprache dieser Erbauer lernen müssen und das mehr darin. Hey, du. Bist du das? Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann.
Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, genau, die 5 Fokussteine. Und das, Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Ich habe genug gehört. Warte mal. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Okay, gib mir einen Fokusstein. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut. Aber pass gut darauf auf, hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Ja, wir verlieren dich schon nicht. Du hast sowieso genug davon. Jetzt stehst du hier wieder oben, Müxchen, ne? Und gerade eben warst du wieder woanders. Was macht Nefarius denn da unten? Warte mal. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Ja, und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werk ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Die Reise durch das Portal ist sicher? Bisher habe ich keine Bedenken. Gut. Also wenn wir zurück wollen, können wir zurück. So, wir haben ja da hinten einen Sockel. Und wir haben ja jetzt einen Fokusstein. Und ich versuche jetzt mal den Fokusstein auf den Sockel zu setzen. Das ist meine einzige Vermutung, was ich jetzt... Wo kommt ihr denn jetzt her? Ich glaube, ich spinne. Riesenratten, auf einmal sind hier Riesenratten.
Wie gesagt, ich glaube, ich spinne. Wo kommt ihr denn auf einmal her? So. Dann seid ihr aus der alten Welt zurückgekommen. So. Das würde ich gerne mal lesen, was da steht. Vielleicht ist ja was Besonderes. So, hallo Sockel. Guck mal, da ist ein Fokustein. Guck mal, wo geht's denn da jetzt hin? Hallihallo. So, meine lieben Freunde, wir haben einen Fokustein aktiviert. Und, ich glaube, ja. Teleport zum Tempelportal. So, meine Freunde, das war's dann auch schon wieder. Wir werden in der nächsten Folge einmal Bericht erstatten, dass die guten alten Teleporter funktionieren, weil hier zum Tempelportal. So, meine Freunde, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Like da oder ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und bis dahin sage ich tschüttele, haut rein, ich bin dein Herz und bis dann.